Sehr geehrter Herr Staatssekretär Gaul, sehr geehrter Herr Dr. Hector, sehr geehrte Vorstände und Mitglieder der Hector Akademie, sehr geehrte Frau Elsner, sehr geehrte Redner und Moderatoren, lieber Herr Kollege Leo, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der gesamten Leitung der Technischen Universität Dresden zum diesjährigen Hector-Symposium hier in Dresden und bedanke mich als allererstes beim gastgebenden Hygienemuseum für die Gelegenheit, die Veranstaltung hier in den Räumen eines unserer Dresden-Konzept-Partners stattfinden zu lassen. Es ist eine gute Tradition, dass immer einer der Vorjahresfellows die Veranstaltung für das Jahressymposium ausrichtet. Und so kann ich als Rektor der TU Dresden nur sagen, dass ich mir noch viele Gelegenheiten dieser Art wünsche. Und Gründe dafür werden Sie in Dresden in Hülle und Fülle finden. Die hochgradige Vernetzung von Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin, Sie haben es schon gehört von meinem Vorredner, diese Vernetzung, die wir hier am Standort gleich in mehreren Exzellenzclustern und in einer Graduiertenschule augenfällig lassen werden, sowie die beispielhafte Verknüpfung von Universität, außeruniversitärer Forschung und forschungsaktiven kulturellen Institutionen im sogenannten Dresden-Konzept, beweisen das ganz eindrucksvoll. Und nicht umsonst ist das Leitmotiv des Zukunftskonzepts unserer Universität die synergetische Universität, das heißt die gewachsene und äußerst intensive Zusammenarbeit über disziplinäre und institutionelle Grenzen hinweg. Und dieser Synergiegedanke, den haben wir nicht nur als Gesamtorganisation, der blitzt auch immer wieder in dem speziellen Forschungsgebiet unseres Hector Fellows Professor Leo auf. Zum Beispiel in der vor uns liegenden Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder werden wir, das ist sicherlich nicht überraschend, einen Folgeantrag für unser Exzellenzcluster Center for Advancing Electronics Dresden stellen. Ein wichtiger Teil darin ist die organische Elektronik als eine komplementäre Technologie zu der klassischen Siliziumtechnologie. Neben den wissenschaftlichen Fortschritten, die aus unserer Universität hervorgehen, nutzen wir auch viele Möglichkeiten, den Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft auszubauen. Zum Beispiel mit im Durchschnitt 300 Patentanmeldungen, 30 Ausgründungen von als technologiefähig erkannten Ideen pro Jahr. Unser Ausgründungs-Champion sitzt hier direkt vor mir, Kollege Leo, aus dessen wissenschaftlicher Arbeit alleine bereits 12 Firmengründungen hervorgegangen sind, so ungefähr. Wir werden es wahrscheinlich noch exakt hören. Er berichtet regelmäßig, ganz begeistert von neuen Möglichkeiten, die sich auch auf dem Gebiet der organischen Elektronik ergeben, der Sensorik, aufbauend auf elektronischen, auf organische Materialien. Und ich bin sicher, dass es nicht bei dieser Zahl bleiben wird. Und wenn Sie noch ein oder zwei weniger haben, dann werden Sie das Dutzend sicherlich bald voll machen. Gerade in einem Gebäude hier, wie im Deutschen Hygienemuseum, wird es immer wieder sinnvoll fällig, dass das, was wir unternehmen, auch immer davon geprägt ist, wo wir es unternehmen. Und deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch mit einem gewissen Stolz erwähnen, dass die TU Dresden in der Lage war, dem Institut für angewandte Physik von Professor Leo zum Jahresanfang mit dem Hermann-Krone-Bau einen hochmodernen und allen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Neubau zur Verfügung zu stellen. Nachdem die organische Elektronik für Anwendungen in Displays, in Photovoltaikanlagen und vielen anderen Anwendungsgebieten bereits sehr erfolgreich ist, kann sie in Zukunft auch in der Medizin und in der Biologie eingesetzt werden. Besondere Eigenschaften, Flexibilität, geringes Gewicht, Einsatz von naturnahen Kohlenstoffmaterialien erzeugen hier ein ganz enormes Entwicklungspotenzial. Und Sie werden bei der heutigen Veranstaltung gleich mehrere
wichtige Themenschwerpunkte der Technischen Universität Dresden kennenlernen, und zwar im Verbund: die Mikro- und Nanoelektronik, die Informationstechnik, die Medizin und die Biologie. Und das alles zusammen ist ein wahres Tummelfeld für Vernetzungsmöglichkeiten, die wir auch nutzen sollten und werden. Ich ermuntere Sie deswegen ausdrücklich, den heutigen Abend und viele weitere, die folgen werden, zu nutzen, um Kooperationen auszubauen, neue Gedanken zu knüpfen und die Wissenschaftsvernetzung im besten Sinne zu betreiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und gute Unterhaltung. Vielen Dank.